What you want? We hang with them ballers, we don't even ball. I just motherfucking started, now I want it all. Most rappers retarded, they can't rap it all. I knew all this shit would happen before it started. Too much money in your pants, probably why. Hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video. In dem heutigen Video werden wir mal Minecraft Timeline. Klar, Timeline! Minecraft Paradox. So, fangen wir an. Und zwar habe ich heute mal vor, dass wir den Project Table mal craften. Und wir könnten eigentlich mit das mag ich auch schon ein bisschen beginnen. So, was brauchen wir dafür? Stone, Wood und Crafting Table. Das dann nehmen wir mal weg. Hopp. Wir brauchen Stone, Eisen, Redstone, Wood und Stone. Ich habe jetzt so viel mit. Achso, ja. Wenn man den Crafting Recipe vergisst. Was? Oh! Eine Chest! Okay, das habe ich mal jetzt gar nicht gesehen. Da brauchen wir jetzt noch mehr Wood. So, und da haben wir unseren Project Table. Wofür ist es gut? Man kann hier Sachen dann reingeben und dann kann man es einfach nur rausnehmen. Und bis hier Items sind, da dorthin kann man es rausnehmen. Ist eigentlich mega praktisch. Ja, ich weiß nicht, warum wir es nicht früher gecraftet haben. So. Alter, leckt es heute. Ist interessant. Normalerweise leckt es schon, aber nicht so viel. Also ist interessant. Aber schauen wir ins Briefkasten. Oh, zwei neue Mails und ein. Was? Wie? Ein Zukunftsbrief? Weihnachten. Okay. Weihnachtsfenster Game Shots. Moin. Digga, nice. Was sind die? Wie sind die aufgebaut? Achso, mit dem neuen Design. Also, und ich habe nicht den neuen Design, was wir hier haben, weil ich sehr viele eigentlich mir geschrieben haben, dass ich sie den alten Design besser finden. Also habe ich einfach den gelassen. Ja. Egal. So, okay. Der neue Design ist eigentlich mega cool. Ich gebe mal jetzt noch den alten Design hier rein. Hier unten rein. So. Geh mal schnell hoch. So. Und lesen wir es mal. Da. Was? Wait, what? Der Timeline-Portal saugt diese Welt auf. Warte, geht das? Du musst das tun. Backpack, dein Book und Quill. Was? Hey, du musst schnell tun, was ich dir sage. Das Timeline-Portal hat angefangen, die Paradox-Welt zu verschmelzen. Was? Warum das Timeline macht? Weil die Zeit wieder eins werden möchte. Weil die Zeit wieder eins werden möchte. Er meint dann, oder sie meint dann, eins als Universum oder als Zeitlinie oder, hä? Zeit wieder eins werden möchte. Er will wieder nur einen Welt und nicht fünf. Ah, so,
Also er will nur eine Hauptwelt und nicht fünf verschiedene. Okay, deine einzige Chance ist es, die Kraft eines Planeten und die Time Saga zu vereinen. Was? Die Time Saga Schwerter? Ich glaube schon. Wie? Du musst den Generator bauen. Okay, und woher soll ich die Ressourcen dafür haben? Ich glaube ein Nuklearreaktor oder sowas. Du musst mit dem Virus und mit dem Planetenkernblock arbeiten. Verbinde die Wires mit den Schwertern und kabel es in dem Generatorblock. Genau das gleiche musst du mit einer Planetenkern machen. Aus diesem Generator wird dann eine Waffe entstehen, was den Portal schließt. Unbekannt. Okay. Okay. Wir brauchen einen Planeten, der in der Nähe ist. Der einzige Planet, der nah genug dran ist, ist eigentlich dieser. Weil ich glaube nicht, dass dieser die Reichweite dazu hat. Also der hier sollte dafür reichen. Wir haben hier schon einen Eingang. Das war vorher nicht da. Das war die Planet, wo wir zu farmen begonnen haben. Aber das war vorher nicht da. Hm. Was haben wir eigentlich im Backpack? Okay, hier haben wir die einzelnen Sachen. Okay. So. Wir brauchen die Timeline-Schwerter. Also den anderen Timeline-Schwert. Schnell. So. Wir brauchen die schnell. So, den anderen eigentlich, weil. Den haben wir. So. So, schnell. Schnell. So. So. Okay. Okay, bauen wir es. Warte, wir hatten hier, glaube ich, so welche Blocks. Ja. Genau. So. Also. Erstmal einen hier hin. Einen hier hin. Den hier da drauf. Den hier da drauf. Den Timeline-Schwert hier hin. Den Paradox-Schwert hier hin. Wir müssen mit dem Wires dann. So, verbinden und dann es in den Generator umleiten. Haben wir einen Generator? Ja, wir haben. Okay, nice. So. Okay. Jetzt müssen wir es so. Ein Hebel haben wir hier. Das sollte dahin, glaube ich. Ja. Und die Energiekern des Planeten hierhin umleiten. Und dann das Ganze. So. Wenn das gut läuft, dann sollte es, wenn ich das da betätige, den Portal schließen und diesen Energiekern aufbrauchen. So. 3, 2, 1. Leute, ich glaube, es hat geklappt. Alle Energie aus diesem Planetenkern ist weg. Ist es weg? Bitte sag ja, bitte sag ja. Ja, es ist weg. Neues. Wir haben es geschafft. So. Ich nehme mal das Ganze hier wieder mit. Die einzige Sache, es kann auch sein, dass ich damit jetzt etwas verursacht habe, weil ich kenne diesen Typen nicht, wer mir geschrieben hat. Oh. So. Es könnte auch der Zeitdämon sein oder sowas. Also, ich
weiß nicht, ob es so eine gute Idee war, ihm zu vertrauen. Das Portal ist weg, aber vielleicht wird was anderes passieren. Also, ich weiß nicht. Warum habe ich eigentlich da einen blauen Stein? Sollte eigentlich ein roter. Und hier kommt dann so eine blaue, eigentlich fürs Paradox Schwert, aber das bleibt bei mir. So. Okay. Puh. Wir waren halt wirklich kurz davor. Dass unser Planet einfach mal weg ist. Also, hui. Aber wieder mal ein Zukunftsbrief. Also, ist interessant. Aber wir haben den Tag sogar gerettet. Was rede ich da für einen Scheiß? So. Aber ich würde sagen, für die heutige Folge war es das mal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Channel. Nicht so verpassen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.